SDRK-Filmstudio mit den Rotkreuz-Nachrichten. Ich bin Lena Frank, Person bewusstlos aufgefunden. Als erste Maßnahme sollte die Atmung überprüft werden. Dafür muss der Kopf nach hinten geneigt und das Kinn angehoben werden. Dann kann die Atemkontrolle durchsehen, hören und fühlen durchgeführt werden. Hier ist das DRK-Filmstudio mit dem Rotkreuz-Nachrichten. Ich bin Noah Hock und wir fangen an mit dem News. Kind klammert sich an Rettungswagen. Nach einem wunderschönen Besuch des DRK-Familientages im Karlsruher Zoologischen Stadtgarten wollte ein 5-jähriger Junge nicht mehr nach Hause und klammerte sich verzweifelt an einen DRK-Rettungswagen. Mit Hilfe der netten Notfallsanitäter konnte er überzeugt werden, dass es nächstes Jahr bestimmt wieder mit einem DRK-Familientag mit der AOK und der City-Initiative gibt. Mit einem Pflaster und strahlendem Gesicht winkte er zum Abschied. Hier ist der DRK-Filmstudio mit dem Rotkreuz-Nachrichten. Ich bin Sarah Baumann. Babysitter gesucht. Der DRK-Kreisverstand Karlsruhe bietet einen Babysitter-Kurs an und hat einen Babysitter-Vermittlungsdienst eingerichtet. Eltern und Alleinziehende sollen damit bei der Suche nach geschulten und zuverlässigen Babysittern unterstützt werden. Hier ist der DRK-Filmstudio mit den Rotkreuz-Nachrichten. Ich bin Jason Mehr, Bergsteiger in Not. Fast 13.000 Menschen benötigen jedes Jahr die Hilfe der DRK-Bergwacht, um bei Notfällen in den Hoch- und Mittelgebirgen Deutschlands schnell zu Ort zu sein, engagieren sich Tag für Tag 12.000 ehrenamtliche Bergretterinnen und Bergretter. Filmstar gesucht. Das DRK-Filmstudio braucht Verstärkung. Hast du Erfahrung in Fotografie, Film oder Moderation? Oder möchtest du genau das lernen? Dann bist du richtig beim ehrenamtlichen DRK-Filmteam. Informationen kannst du anfordern unter filmteam@drk-karlsruhe.de.